Danke Sigi, hallo Eberswalde. Von mir jetzt ganz kurz, weil wir wollen alle irgendwann auf den Spaziergang. Und wie ich sehe gerade, oder ich höre, dass dieser Migrationspakt ein beherrschendes Thema in unserer Gesellschaft immer zunehmender und immer mehr einnimmt. Und dass dieses Thema in der Gesellschaft überhaupt gelandet ist, das kommt von hier aus, von den Bürgerbewegungen, von der Straße, von der freien Presse. Die Mainstream-Presse hätte niemals ein Wort darüber verloren, erst an dem Tag, an dem es unterschrieben worden ist. Das hat Knifke von der ARD selber bestätigt. Und Freunde, die Geschichte mit diesem Migrationspakt ist jetzt ja nichts, was erst diesen Sommer irgendwo ins Leben gerufen worden ist. Es hat 2010 bereits eine Studie über die Machbarkeit der Umsiedlung von internationalen Schutzsuchenden gegeben. Geplant war damals oder untersucht wurde damals, dass in Europa mit 500 Millionen derzeitigen Einwohner 3,8 Milliarden Einwohner leben werden. Damals, 2010, gab es keine Reaktion darauf. Dann haben wir 2015 alle selber miterlebt, wie Deutschland und Europa geflutet worden ist von den sogenannten Flüchtlingen. Ja, es war kaum eine Reaktion, denn nicht einmal ein Fünftel der Bevölkerung hat sich empört. 6 Millionen AfD-Wähler hat es gegeben, die offensichtlich dagegen waren. So, und jetzt sind wir 2018, genau 5 Wochen vor der Unterzeichnung von diesem Pakt. Und es kommt jetzt erst langsam an die Öffentlichkeit. Und was passiert? Es wird von der Politik und von den Medien komplett heruntergespielt. Sigi hat gesagt, über 80 Mal, genau 89 Mal steht aber das Wort verpflichtend in einem Pakt, der nicht bindend ist. Und Freunde, das Problem ist, dass selbst die Medien Teil dieses Pakts sind. Und zwar unter Punkt 44 für jeden nachlesbar steht es, Zitat, wir werden das globale Abkommen in Kooperation und Partnerschaft mit den Medien umsetzen. Und ganz gleich, wer jetzt noch abspringt. Europa stehen die schwersten Zeiten bevor und es steht auch fest, dass man solche Infos, wie wir sie geben oder die freien Medien geben, bald nicht mehr verbreiten darf, ohne irgendwie in die Kategorie Rassismus eingeordnet zu werden. Wir machen es aber trotzdem, und zwar so lange, bis es im letzten Winkel der Republik angekommen ist, Freunde. Jawohl! Und in Richtung der Parteien, die uns diese Suppe eingebrockt haben, und inklusive den Leuten, die eventuell wieder aus der Versenkung kommen, richtig meine letzten Worte, vergebt ihnen nicht. Denn sie wissen genau, was sie tun. Jawohl! Danke! Vielen Dank, dass ihr da wart.